Ich hab meine Morde. So, Maizei-Pyro ist euer Silvester-Friedmauer am Start. Wir machen jetzt mal so eine kleine Zündeltour, so ein bisschen in Silvester-Vorfreude. Und ja, hier zündet gerade ein Bengal-Feuer von Funke. Das ist so quasi das Intro. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video und lasst es euch auf jeden Fall sehr, sehr schmecken. So. Ich schmeiße erstmal um. Kindersicherung. So, wir machen jetzt Funke. Pass auf, Gold. Gold von hinten mit roten Sternen. Sehr edel, Alter. Sehr, sehr geil. Wie kann man sowas verbieten wollen? Ich verstehe das nicht. Guck dich das an, das glüht immer noch auf dem Boden, Alter. Krank. Hast du das mit dem Brenner? So, jetzt nochmal Funke. 3 Stück auf Schlag. Hast du? Ja. Oh, ich nicht. Doch jetzt. Zwei. Oh, Alter. Hammer. Unfassbar geil. So. Einer ging nicht, machen wir den noch. Das glüht hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Übelst krass. So, noch die letzte. Grün. Die Dinger sind wirklich unglaublich, oder? Absoluter Hammer. Geil, geil. Also für ein bisschen über 20 Gramm rauskommt, ist schon echt geil. Auf jeden Fall. Ja, also Bimbos. Ein oder? Guck mal, oder zwei. Ja, das wäre ich auch. Wenn du endlich. Ich drück mir mal Hand. Ja. Uiuiui. Weißt du, was drauf jetzt sind? Ein bisschen. Sehr cool, Alter. Oh, auch übelst extrem rauchintensiv. Oh, das ist geil, Jenny. Blaues Bengalfeuer und noch in Violett. Niedlich, Hark. Alles gut. So, ich versuche die mal ein bisschen einzubuddeln, dass die nicht umkippen. Die so, Bengalfeuer. Boah, geil. Boah, die räuchern aber auch extrem. Alter. Aber sehr cool. Guckt euch das an, Pyro. Unglaublich geil. Sehr, sehr coole Dinger. Das Violett war eher rötlich, fand ich nicht ganz so toll. Oh, das Blau war richtig schön. Das Blau war richtig schön, ja. Komm mal her, Jennifer. Bengal-Fackeln von Blackbox. Mhm. Wir müssen dunkel, sorry, wir haben keine andere Lampe mit. Mal gucken, ob ich hier möglichst alle Farben rauskriege.
Ne, alle. Jetzt kommt eine Lampe. Sehr geil. Ich glaube, die muss ich in der Hand festhalten. Nee, kannst du ruhig mal anlassen, die Lampe, dass er was sieht. So. Kannst du dran halten jetzt. Auch schön. Ups. Jetzt in die Nationalfarben, bitte. Ich muss gucken, dass ich mir nicht auf die Pfoten tropft, der Scheiß. Sehr schön. Aber ein bisschen kurz die Brände war. Auch sehr schön. Und fällt mir die erste Pfoten. Und da fällt's. Das ist was lauter. Ja. Hier schon? Wer ist die Dinger? Die Dinger heißen Ork, sind von, ich glaube, Leslie müssten die sein. Ja, sind von Leslie. Im Grunde kleine Cracking-Feuertöpfe. Machen wir schon. Ich höre schon. Geh mal ein bisschen weiter weg damit, lieber. Oh, hast du Angst? Ein bisschen was? Ja, ich würde mich gerne am Auto haben. Diese ist wirklich geil. Oh. Sogar billiger als die Big Balls. Wow, Alter, die waren geil. Junge, 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 damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Noch ein bisschen ein Schwert, ein bisschen Feuerpeitschen und ein paar kleine Morning Glories. Aber die werden ewig brennen. Ewig? Ja, die werden schon eine ganze Weile brennen. Hm, machen wir mal. Machen wir erstmal einen. Ich muss früher noch 3 Stunden stehen da mit dem Ding. Zünd mal an. Erstmal Lametta wegmachen hier. Lametta. Oh, hätte ich doch nicht machen sollen. Ja, na gut. Warte. Lass mal Lametta dran. Schneide ich rein im Fell. Sieht das hier auch noch aus, Alter? Was ist denn los? So ein Scheiß. Ich hoffe, es ist ja nicht. So, dann sind wir an hier, den Lux. Geil, hier funktioniert ja auch nicht. Was ist denn das für ein Müll? Da ist bestimmt das Ding rausgefallen, was ich gerade in der Hand hatte. Weil das Teil hier ist schwerer. Oh, jetzt. Da kommt noch ein bisschen was bei raus. Kannst du das mal die Frauenhand geben? Wir haben was anderes vor. Ist mir zu langweilig. Hier hätten wir noch ein kleines. Ja, los, Röli. Ein kleines Röli von? Von Pure Art, Funkenflug Röli. Hoffen wir, dass es nicht durchzieht. Bam! Bam, bam. Ach du Scheiße. Aber trotzdem ganz schön eigentlich. Das war's. Ja, der hat ein bisschen gehustet am Ende, ja. Oh ja, war jetzt nicht so berauschend. Das Ding brennt immer noch. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Storm, ich hab doch von der Storm hier dran gesehen. Storm würde ich auch immer sein. Stormy Flash von Explode? Nee,
Lust haben. Nein, die ist doch nicht schlecht. Ach Quatsch, das war Lidl. So, ja, die Batterie. Guten Morgen. Strom, ja. So, die Strom von Xplode. Wow. Das hat sich wenigstens ordentlich gedreht, ja. Oh, nochmal Storm. Der Bild. Auch trotzdem cool. Schöner, ja? Bodenwirbel, haha. Die waren ja auch zusammengeklebt, ey. Ja, ganz leicht nur. Aber trotzdem cool. Mit bunten Sternen. Perfekt. Ah, jetzt hier schön. Wunderkerzen. Ist das jetzt dein Ernst, oder? Wunder. Guck mal, hier, da steht ein riesiger Kasten. Du kommst mit Wunderkerzen ran, oder? Ja. Und wir sind jetzt mal hier die P1. Die brennen in beide Richtungen. Böller hier vom Pyro-Union. Mal gucken, ob die was können hier. Wenn wir mal ein bisschen Scheuerzeuger haben hier. Oder was? Ja. Ja, also ich weiß nicht, alle sagen, die sind so geil. Ich finde die jetzt nicht so geil. Ja, es ist halt freies Feld hier, ne? Ja, ein bisschen Knall, aber. Ich fand die jetzt nicht so berauschend. Ich hab mir das ein bisschen mehr vorgestellt. Sollen wir jetzt mal ein bisschen auf Masse machen? Die guten Sachen fast vergessen. Genau, jetzt machen wir mal die Höllenfeuer. Welche Farbe Kumpel hätten wir denn gerne? Alle. Doch so gierig, ja? Alle lässt gleich testen, ja, los. Gut, na dann. So, haben wir jetzt mal so ein funkeliger Höllenfeuer. Machen wir einfach. Neuheit 2021. Machen wir einfach mal bunt genickt an. Nein, jetzt mal gespannt, wenn die, wie die so sind. Alter, Junge! Ich stand mitten drin. So, der nächste Höllenfeuer. Farbe? Hä? Farbe? Keine Ahnung. Farbe, keine Ahnung, sehen wir gleich, genau. Gelb. Gelb. Alter, Junge! Ey, bestimmt 3-4 Meter hoch. Krank. So, nächster. Ja, ja. Nächster Höllenfeuer. Rot. Der ist nicht hochgeflogen, ne? Ich verstehe das unterschiedlich. Das ist wie bei den Geysir-Dinger, ne? Krank, Alter. Trotzdem richtig geile Dinger, Alter. Auf jeden Fall zu empfehlen. So, und der nächste. Blau. Sehr, sehr geil. So, jetzt kommen wir zum letzten, glaube ich, ne? So, der letzte. Ah, ne, pink oder? Jo, violett. Violett. Fast jeder anders. Ja, fast jeder anders, aber richtig, richtig geile Dinger, Alter. Sehr, sehr cool. Blaues Bengalfeuer von Brückhoff, Brückhoff, wie auch immer die heißen. Hey!
Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich. Übel, aber. Übel heftig, aber übel zäh. Kleine Feuerwerksbombe. Goldener Schweifstern, da bin ich mal gespannt. Das ist mal oben hier in das Ding, oder? Das ist von auszugehen, der Schweifstern. Machen wir erst die Fontäne und dann den Schweifstern. Ja. So, Cut 1. Das ist toll. Das war doch schön. So, jetzt kommt auf den Keller. Okay, schön. Sehr cool. Wie macht das Knistern? Kannst das nicht. Wie macht's das? Wie? Macht das. Schön helles Blau. Was macht das? Es leuchtet blau. Sehr cool. Dose. Ah, jetzt kommt das Schöne. Und ich möchte jemand anders halten und genau hinter deinen Kopf halten. Ja, das wird auch cool aussehen. Ich glaube auch. Sehr cool. Sieh gut aus. So, haben wir hier noch zum Abschluss unserer kleinen Tour haben wir hier den Sitzpinkler. Sehr, sehr lustig. Von Röder ist das, ne? Nee, von Leslie. Ach, von Leslie? Ja. Okay. Man ist von Röder, wunderschön. Und ja, geben wir uns den jetzt mal noch. Ich bin jetzt zwar am Stehen, aber ja, gut. Bereit? Ja, natürlich. Ich warte schon jetzt Zeit. So, Leslie Sitzpinkler. Diesen Namen, Alter, werden immer verrückter. Was willst du verlangen? Wie viel Millimeter hatte die her? 15 oder was? Ich glaube 20 hat die oder 18. Kostet keine 3 Euro. Geht auf jeden Fall. Gut, für den Preis dann super. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber so ist es für KD. Und ja, bleibt auf jeden Fall stabil und ballert zuerst ordentlich was los.